übrigens alle Uhren ein paar Minuten vorgestellt, damit wir nicht immer zu spät aus dem Haus gehen. Clever, oder? Auf jeden Fall, was wir... Haben wir das wirklich? Ja. Wusstest du das nicht? Nee. Ja, jetzt hat er... Ich habe mir so ein schönes Intro überlegt und jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Zum Thema Zeit, das sollte der eigentliche Übergang sein, weil wir jetzt erstmal gemerkt haben, die Zeit rast einfach. Das letzte Mal, als wir das Video hochgeladen, das war noch vom Bodensee. Und deswegen haben wir jetzt gerade Bock bekommen, die Kamera in die Hand zu nehmen und einen neuen Vlog zu machen, euch ein bisschen abzudaten, was hier überhaupt so los ist, was wir die ganze Zeit machen. Was machen wir eigentlich hier in Deutschland? Genau, und uns mal wieder melden hier. Ja, und deswegen der Übergang, die Zeit ist gerast, Zeit, so viel Zeit vergangen. Und jetzt der zweite Punkt, Thema Zeit zu dem Vlog. Wir haben jetzt, also nach meiner Uhr haben wir jetzt 20 nach 5, ich weiß nicht, wie spät Anja es gerade hat. Ja, ist nicht mehr so lange hell und jetzt, wir haben noch nie so spät einen Vlog angefangen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das alles noch heute schaffen, was wir euch erzählen wollen. Ja. Und ja, die Zeit läuft. Zum einen haben wir viel Zeit damit verbracht, Stoffbeutel zu finden. Weil es nämlich total schwierig war, Stoffbeutel zu finden und einen Hersteller und Drucker, die das nachhaltig machen, weil wir das nämlich in Zukunft gerne komplett von A bis Z nachhaltig machen möchten. Das ist super schwierig, irgendjemanden zu finden, der irgendwie all das erfüllt. Aber wir haben einen Hersteller gefunden. Wenn wir jetzt genaue Infos haben, wann es die Beutel dann gibt, dann melden wir uns nochmal. Link schon mal hier unten drin, dann könnt ihr das direkt auf unserem Blog checken, ob die wieder verfügbar sind oder nicht. Ja, das als erstes Update, weil wir in den ganzen letzten Wochen, vor allem in den Insta-Stories, immer wieder gesagt haben, hey, es wird neue Beutel geben. Ja, und ihr dann natürlich immer gefragt habt, ja, wann sind die denn mal fertig? Ja. Ja, dann noch eine andere Sache, um die wir uns hier gerade kümmern. Ist, glaube ich, super langweilig für euch jetzt gerade zum Hören. Aber wir packen so ein paar alte Seiten auf dem Blog an, also auf gemareisen.de. Die haben wir teilweise 2015 erstellt, da wussten wir selber noch gar nicht, wie wir irgendwie ein Bild nehmen, Wörter anordnen. Und dementsprechend sehen die auch aus. Und ein so ein kleines Highlight, das sind die Reisetipps nach Monaten, die zeigen wir euch jetzt mal. Und aus so einer Seite wird dann hinterher so eine Seite. Woo! Ja, das ist jetzt eine Baustelle von vielen Baustellen, die wir haben. Das sind so Seiten, die haben wir, keine Ahnung, 2015 erstellt, dann nie wieder angepackt. Und jetzt haben wir gesehen, dass super viele von euch einfach diese Seiten aufrufen und sich das angucken, was wir da fabriziert haben. Dann dachten wir, das machen wir neu. Ja, das mal nur als Beispiel für eine einzige Seite, die wir jetzt angepackt haben. Nur um mal zu zeigen, weil ich mir vorstellen kann, dass sich einige fragen, was machen die denn die ganze Zeit am Blog, wenn die sagen, wir arbeiten am Blog, weil die meisten Seiten halt stehen. Ja, das ist nur ein Beispiel, wie wir Sachen aktualisieren, neu einpflegen, bla 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 und was ewig dauern kann. Ja, aber wir sitzen natürlich nicht nur am Blog, sondern seit neuestem Jahr auch an Podcasts und wir haben übrigens schon unsere 4. Folge online. Aber ist mega cool bisher. Wie viele einfach zuhören, das ist so krass. Ich glaube 6.000 oder 7.000 pro Folge. Pro Folge. Hammer. Geil, ja, das ist ja halt ein Podcast, wo wir auf eure Fragen oder Themen, nicht mal Fragen, sondern einfach nur vielleicht ein Thema, das wir mal behandeln können, weil YouTube, das ist cool hier reinzusprechen, aber das ist nicht so, dass wir jetzt so 20 Minuten ausholen, um über so voll das diepe Thema mal zu sprechen. Und dafür ist der Podcast halt mega geil, ne? Ja. Und was mega cool ist zu sehen, auch wie ihr mit uns interagiert über den Podcast. Also wir nehmen das Ganze auf über die App Anchor. Und das Coole daran ist, dass ihr uns einfach eine Sprachnachricht darüber sprechen könnt, schicken könnt. Und das haben schon einige von euch gemacht mit Themenvorschlägen, die wir dann so als Sprachnachricht in den Podcast einbinden können. Versteht ihr? Also, dass ihr sozusagen selber die Frage im Podcast stellt und wir darauf antworten. Ja. Mega cool. Wir spielen mal ein paar Sprachnachrichten ab, die wir noch nicht veröffentlicht haben im Podcast, aber nur, dass ihr mal so eine Idee bekommt, was für Themenvorschläge wir denn da so drüber reinkriegen. Ja. Mich würden zum Beispiel in eurem Podcast die Themen Nachhaltigkeit interessieren. Wie ihr damit umgegangen seid, als ihr das erste Mal vor der Kamera gesprochen habt für euren Vlog. Was habt ihr eigentlich noch die nächsten Monate so geplant? Gibt es noch ein absolutes To-Do-Reiseziel für euch? Ich wollte euch mal fragen, was eure 3 oder auch 5 größten Learnings auf eurer Weltreise waren. Was? Wir räumen sonst immer auf. Ja, danke also schon mal für die Sprachnachrichten, die wir bekommen haben. Richtig cool, wir verlinken die Seite zu unserem Podcast auf dem Blog. Ja, mal gucken, wann der nächste wieder aufkommen wird, ne? Wenn ihr auch Bock habt, uns eine Frage zu schicken, das wäre super cool, wenn ihr es auch über die Anchor-App macht, weil das einfach der beste Weg ist, das einzubinden und jetzt nicht hier in den Kommentaren. Wir freuen uns über jeden Kommentar, ja. Aber Podcast-Themen über Anchor. Hammer. Schalt doch mal aus, ne? Wie spät? Das wollten wir jetzt mal zum Podcast loswerden. Jetzt gehen wir aber raus, noch die letzten Sonnenstrahlen auffangen. Und dann können wir euch noch was zeigen. Für euch eigentlich überhaupt nicht bahnbrechend, für uns aber super cool, weil wir haben ein neues Fahrrad, also 2 Fahrräder. Und die sind noch nicht neu, die sind gebraucht.
bevor wir jetzt aber weiterfahren, wir haben heute Samstag, morgen ist Sonntag und morgen ist Meetup-Sonntag. Hier ist das Alex, da findet morgen das Meetup statt. Das ist nicht die schönste Deko, die jetzt gerade da draußen dran hängt. Das ist irgendwie eine Baustelle oben drüber und deswegen sind die einmal eingeklebt. Wir haben richtig Bock auf morgen, ne? Also wie viele Leute kommen, die haben uns das halbe Ding abgesperrt einfach. Also jetzt nicht mit dem Baugerüst, sondern von innen auch. Ich glaube, wir, keine Ahnung, so 160 oder so, glaube ich. 160. Ich habe auch noch ein neues. Auch ein Klapprad. Moment, ihr könnt es nicht sehen. Tada! Okay, hier schieben wir dann meistens, wenn wir ehrlich sind. So, die Fahrräder haben wir übrigens, weil wir hatten ein Fahrrad vor der Reise nach Sulawesi. Das wurde von der Stadt einkassiert, weil da irgendwie eine Baustelle dann aufgezogen wurde, als wir weg waren. Ja, zack, Fahrrad weg. Wir hatten noch keine Nummer oder sowas. Hätten wir sagen können, das ist unser Fahrrad. Ja, jetzt haben wir die beiden Dinger hier. Ja, jetzt haben wir viel coolere. eBay Kleinanzeigen. Mit den letzten Lichtstrahlen. Yes. Also wir haben jetzt... Top. Ja, an sich haben wir jetzt alles geklärt. Wir wollten eigentlich gar nicht so viel erzählen oder riesen Updates machen. Es sind natürlich noch tausend andere Sachen, die wir irgendwie am Tag noch machen. Wir wollen uns einfach nur mal melden wieder hier bei YouTube. Ja, weil das Problem ist, dass wir denken, dass es sich erst lohnt, die Kamera mitzunehmen, um einen Vlog zu machen, wenn irgendwas passiert. Mhm. Wenn wir zu einer Messe fahren, wenn wir irgendwen treffen oder so. Wenn wir reisen. Ja, genau. Und dann fehlt das irgendwie total, so euch einfach mal so Hallo zu sagen. Und das wollten wir hiermit machen. Ne? Ja. So, wieder hier von einfach unserem schönen, sagen. Ja, von dem Ort, wo wir immer sind, wenn wir uns nicht in der Öffentlichkeit trauen, so laut zu reden. Aber raus wollen. Ja, und falls ihr euch noch fragt, hallo, Updates und ihr sagt nicht, wo es als nächstes hingeht. Ja, wir haben jetzt hier gar keine krassen News für euch, aber was wir euch sagen können, es geht ab Oktober. Yes! Da geht's weiter. Es juckt uns richtig in den Fingern, wieder loszureisen. Aber wir sind, zum einen sind wir im Gespräch mit einem Kooperationspartner. Das wäre eine Reisekooperation für knapp 7 Tage, Anfang Oktober, innerhalb Europas. Das klärt sich aber gerade noch, ob das stattfindet oder nicht. Und jetzt haben wir 2 Optionen. Option Nummer 1, wir reisen direkt im Anschluss der Kooperation weiter. Wohin, das wissen wir noch nicht. Und Option Nummer 2, wenn die Kooperation nicht stattfindet, dann reisen wir einfach so los. Also es gibt nur eine Option. Wir reisen so oder so ab Oktober los. Genau. So Reisezielfavoriten, glaube ich, gerade ungefähr 4. Ja. Und die sind in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ja, und unter anderem auch in Europa zu bleiben. Also da hätten wir auch richtig Bock drauf. Das ihr merkt, mal, Probleme so ein, über Probleme. Das ist mal so ein kurzes Reiseupdate. Also es geht auf jeden Fall wieder los im Oktober. Die Frage ist nur, wie und wohin. Cool. Und das haben wir noch geschafft, bevor die Sonne komplett untergegangen ist. Sieht richtig cool gerade aus hier hinter euch. Warte mal. Ja, wir können auch gerade einfach behaupten, dass wir schon in Afrika sind, oder? Ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal angewöhnen, nicht immer nur die Kamera in die Hand zu nehmen, weil uns fehlt das Film voll. Nur wir denken dann immer, oh, das ist doch gar nicht interessant, wenn wir hier in Düsseldorf jetzt sind und so. Aber wir haben halt voll Bock zu filmen, deswegen haben wir spontan wir jetzt heute gemacht. Morgen nehme ich direkt schon wieder die Kamera in die Hand. Ja, morgen Meetup. Beim letzten Meetup waren wir ungefähr 70 Leute und das war schon eine Riesenhausnummer. Und jetzt sind wir Minimum. Also wenn jeder von euch, der gesagt hat, er kommt, dann sind wir bei 140. Ja. Und wenn alle die noch sagen, dass sie vielleicht kommen, dann sind wir bei über 200 Leuten. Eis abgefahren. Jetzt haben wir wieder viel zu viel gequatscht, ne? Machen wir jetzt hier eine Outdoor-Time? Ja, natürlich machen wir jetzt hier eine Outdoor-Time. Warum nicht? Ja. Okay. Mit den Fahrrädern. Okay. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum Video vom Meetup. Stimmt. Ja, das war's. Tschüss von uns und unseren Fahrrädern. Bis morgen. Tschüss.